Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part von Holy Magic Sanctuary. So, Leute, im letzten Part waren wir dabei, hier die Gegend zu erkunden und um Sunny in den Kampf zu stürzen. Aber ich werde nochmal kurz zurück ins Dorf gehen, denn ich meine, ich hätte irgendwas vergessen. Einen Geist nämlich. So, ich müsste nämlich nochmal ganz kurz ins Bauernhaus, weil ich glaube, da ist nämlich noch ein Geist. Und ins Wirtshaus müssen wir auch nochmal ganz kurz gehen. Das ist ganz wichtig, denn wenn wir mal down gehen sollten, kehren wir dort nämlich sofort zurück. Das ist bei jedem so. Bei jedem Wirtshaus so. Kann man sagen, sind so kleine Speicherpunkte. So, ich muss mich jetzt erstmal wissen, habe ich hier irgendwas vergessen? Ja oder nein? Okay, hier ist zwar kein Geist, aber dafür eine Truhe. Frisches Brot. Okay, haben wir Brot erhalten. Auch nicht schlecht. So, ich gucke jetzt trotzdem nochmal. Irgendwo habe ich einen vergessen. Ich weiß nur nicht wo. Ach Leute, die das Spiel kennen, sagt mir bitte, wo ich ein paar Geister vergessen habe. Ich weiß, hier waren noch irgendwo welche, aber ich weiß nicht mehr, wo die sind. Waren wir eigentlich hier schon drin? Mal schauen. Okay. Das war das nicht. Ach egal, gehen wir jetzt nochmal zurück ins Wirtshaus. Und speichern dort. Ja, so gesehen kann man hier wirklich speichern. Das Gute an dem Spiel hier finde ich ja, wenn man down geht, werden die Erfahrungspunkte nicht gelöscht, die bleiben gespeichert. Ja, natürlich, bitte einmal speichern. Ja, will ich. Ich weiß selber, dass ich ein Rumble Pack hier nicht drin habe. Dafür habe ich Save States. So, jetzt ist es inzwischen schon Nacht geworden. Momentchen. Ich wollte schon fast die falsche Richtung gehen, ich Depp. So, jetzt gehen wir mal wirklich los hier. Wir wollen endlich mal ein bisschen fighten. An die meisten Monster erinnere ich mich wirklich fast nicht. Ich weiß, dass es noch Häschen gab. Ja, Ninja-Häschen. Menschenfresser, die aussehen wie graue... Ne, Quatsch, wie braune Klumpen. Naja, mal sehen, auf was wir zuerst treffen. Und natürlich nach Geistern Ausschau halten. Was das Leveln angeht, das guckt mir ein bisschen vor wie das Pokémon-Prinzip. Ja, ich nenne es gerne so, Pokémon-Prinzip. Fragt mich nicht, wieso. Da hätten wir unsere ersten Gegner. Und es sind... Höllenhunde! Ach du heilige Höllenhund! Kennt ihr noch den Spruch von Captain Haddock? Von Tim und Struppi, wer den alten Comic denn kennt? Donnerton und heulende Höllenhunde! Ich hau immer mit der Keule drauf, das geht einfach am besten. What the fuck? Unser erster Kampf. So, aber es gibt noch nicht viele Erfahrungspunkte. So, wir können uns später auch heilen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ging denn das? Na, heilen können wir uns hier nicht. Noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Eieiei, bis dahin müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich hier durchkommen. Ihr habt gerade dieses Feld gesehen. Also das große Feld ist das allgemeine Kampffeld. Und diese kleinen Felder, was sowohl die Monster als auch wir haben, sind die Felder, in denen wir uns bewegen können. Wir können uns auch nach und nach aus dem allgemeinen Kampffeld rausbewegen, um den Kämpfen zu entkommen. Aber das mache ich relativ selten. Ach, wenn wir schon mal dabei sind. Hauen wir den doch einfach mal ein bisschen mit dem Feuerruf. Ja, das bringt jetzt noch nicht viel. Man kann hier manchen Attacken auch ausweichen, aber fragt mich jetzt nicht wie. So, der ist schon mal down. So, ich sehe es jetzt schon kommen, dass wir diesen Kampf nicht überleben werden. Dafür sind wir einfach noch zu schwach. Ja, jetzt können wir uns schon mal neu aufstocken. Ja, wir sind ein bisschen groggy.
So, nehmen wir einfach mal das frische Brot. Okay, wir haben es überlebt. Noch. Aber bis jetzt finde ich hier noch keine Geisterlein. Mal schauen. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte des Weges hinter uns. Und das Näschen. Oh, ist das nicht süß? So, nehmen wir einfach mal Windklinge. Okay, bringt nicht viel. Ja, da sind wir jetzt zum Beispiel einer Attacke ausgewichen. Das geht auch. So, jetzt dürfen wir mal im Felsen nach. Oh yeah! Das hat gesessen. Okay, also gegen Windmonster hilft Erde ganz gut dafür. Das wissen wir jetzt schon mal. Schon wieder zwei. Ich muss jetzt gerade überlegen, war hier vorne überhaupt ein Geist? So, jetzt sind wir wieder Erde. Zack. Autsch, okay, er hat mich erwischt. Nochmal Felsen. Autsch. Okay, die scheinen nicht mehr als 8 Punkte im Moment zu haben. Das ist gut. So, der ist down. Aua. Nochmal. Und weg. Na, das geht ja schnell mit dem Level. Wie weit ist denn hier unsere Levelliste jetzt gerade? Ja, da oben sind wir noch. Also müssen wir noch ein ganz schönes Stück laufen. Ja, da müssen wir noch ganz schön laufen, Leute. Da müssen wir wirklich noch ein ganz schönes Stück hinter uns lassen. So, aber hier irgendwo war ein Geist. Haltet mal bitte die Augen offen. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Viech? Das war... Ich glaube, das Vieh, das war Kategorie Wasser, wenn ich mich richtig entsinne. Aber was jetzt gegen das Vieh genau hilft? Ein Großmaul war das. Okay. Sieht er doch aus. Au! Ja, nochmal ein Nachschlag nachträglich. Toll. Aua. Das hält ein bisschen mehr aus als der Rest. Autsch. So, dann mal gucken. Ja, das hat ordentlich Erfahrungspunkte gebracht. So, aber wo ist jetzt der Geist? Nee, ich sehe hier doch keinen. Oder da vielleicht? Ah, wir können auch runter zum Strand. Das ist natürlich auch nice. Ach, ich verschwinde da jetzt. Da, habt ihr es gesehen? Escape, da können wir nämlich auch raus. Ah, hier doch, da ist der Geist. Seht ihr ihn? Da haben wir ihn. Da haben wir doch ein Geistlein. So, was stocken wir denn auf? Nehmen wir mal Feuer. Da ist das Häschen ja wieder. So, diesmal können wir da nicht abhauen. Scheint mir. So, einfach mal einen Felsen drauf. Und daneben. Das war ja so klar. So, mich hat es auch nicht getroffen. Also Gleichstand. Wow, aber das hat jetzt gesessen. Mit nur einem Schlag K.O. Boah. Okay, gehen wir mal weiter. Ah, da ist schon die Erholungshütte. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Oh no, nicht schon wieder so ein Großmaul. Na gut, wenn wir schon mal nicht abhauen. Okay, es greift uns nicht an. Vorteil. Okay, jetzt hat es mich einmal erwischt. Da du schon Großmaul heißt, gibt's einen aufs Maul. Und down. So. Oh weh, wieder neue Viecher. Also die sind scheiße, da erinnere ich mich noch gut dran. Die Viecher habe ich immer richtig... Hinterfall? Okay, wie das andere hieß, wollte ich jetzt nicht herausfinden. So, erstmal rein da. Und erholen. Ah, da ist sogar ein Geist. Nice. So, nehmen wir jetzt wieder Erde. Ah, eine Wahrsagerin ist das. Wir sehen nicht oft Reisende hier. Ja, ich möchte jetzt mal bitte
Ach so, das war doch keine Erholungshütte. So ein Mist. Da habe ich mich ja wohl ganz gewaltig vertan. Wo war denn hier die Erholungshütte? Aber immerhin, wir haben einen Geist. Ist doch auch was Nices. Was Nices? Wie komme ich immer auf solche komischen Wörter? So, war hier zufällig auch noch irgendwo ein Geist? Nö, nur ein Hase. Toll. Naja. Ich treffe natürlich daneben, ist klar. Nein. Ah, schon wieder daneben, das gibt's doch nicht. Ja, die Treffsicherheit ist hier wirklich ein bisschen komisch. Hey, aber mit einem Schlag K.O. Ist doch auch ein Erfolg. Und wir können wieder was erweitern. Ah, ich muss hier dran denken, dass wir hier ganz anders... Dass ich hier die ganze Sicht die ganze Zeit ein bisschen anders habe. Oh, ich verwechsel immer die Knöpfe. Ich denke immer bei Zelda und dann wieder Mario die Steuerung. Boah, gibt's doch nicht. So, nochmal ein Großmaul. What? Hat nichts gebracht? Fail. Okay, ich bin ausgewichen. What the hell? Aua. Mann, komm schon, geh down. Was zum... Das hält aber diesmal viel aus. Na also. Geht doch. Frisches Brot erhalten? Wofür haben wir das denn jetzt gekriegt? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, wenn man eine bestimmte Anzahl an Monster besiegt hat, kriegt man irgendwas. Aber so sicher bin ich mir jetzt auch nicht, was das bedeuten soll. Da sind schon wieder zwei Häschen. Ist die nicht süß? Weg. Aua. So, nochmal. So, das ging noch flott, die Karotti. So, hier ist bestimmt auch wieder irgendwo ein Geist. Wette ich für. So, dann wollen wir doch mal schauen. Schon wieder ein Großmaul. Okay. Auf die Fresse! Daneben. Aua! Nee, doch getroffen. Shit! Aua! Man kann eigentlich froh sein, dass die Monster hier noch nicht so stark sind. Die werden im Verlauf des Spiels noch sehr viel stärker. Wow, und Fraps hat wieder geschnitten, ey. Ich hasse es immer wieder, wenn man das merkt. Mann. Und schon wieder Häschen. Okay, ich könnte jetzt ja einfach verschwinden, aber das will ich nicht. Ich will leveln. Hey, den habe ich sogar erwischt. Toll. Aua. Diesmal hat der mich erwischt. Ah ja, was ich noch nicht erwähnt habe, Leute. Bei manchen Attacken muss man wirklich richtig doof stehen, damit man die überhaupt erwischt. Hey, wir können wieder leveln. Super. Ja, ich mache es ein bisschen ausgeglichener, damit auch jedes Element fast gleich stark ist. So, war hier auch noch irgendwo ein Geist? Bis jetzt sehe ich... Ah, da war einer! Hier ist wieder einer. Nice! Ein neuer. Okay. Gelevelt. So, ist das hier jetzt eine Erholungshütte? Ich hoffe es. Denn der Part ist gleich vorbei. So, kann ich mich hier irgendwie hinlegen? Nee, kann ich leider nicht. Ich kann mich hier leider auch nicht erholen. Na, tolle Wurst. Naja, gehen wir einfach weiter. Ach ja, was der uns gerade erzählt hat, ist auch sehr wichtig. Denn er hat uns erzählt, ein Räuber schleicht herum, der irgendwas gestohlen hat. Die müssen wir nämlich auch sammeln, Leute. Sogenannte Elementsteine. Die heißen alle ganz anders. Der erste Stein hat was mit der Erde zu tun. Der wurde von einem Räuber geraubt. Der hat dann jetzt auch ganz starke Erdattacken. Bei uns nützt das leider nichts. So, der ist down. So, und ich werde mich jetzt mal kurz ein bisschen heilen, denn das sieht ja mal wieder ganz erbärmlich aus. So, Leute, und der Part ist vorbei. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!